Willkommen zurück zu XCOM 2 mit allen DLCs und was wir jetzt vorhaben, wir haben ja gerade die Mission abgeschlossen, wo wir das gestört haben. Wir sollen jetzt hier die Alien-Trümmer. Um diese Räume freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Alles klar, danke, Shen. Und dann nehmen wir mal einen Ingenieur, und zwar die Diane Garcia. Unsere spanische Putzfrau wird hier erstmal ordentlich sauber machen. Ja, dann mach mal. Aus. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Hab ich gemacht. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Ja, die das... Commander, wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in ihr Quartier durch. Dann, gehen wir mal zu unser Quartier. Noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alien-Herren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden. Ihren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Ja, okay. Ich bin soweit. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Deshalb folge ich dir mal hier schön auf die Brücke. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Sehr gut. Kontaktiere den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung. Das werden wir auch tun. Da müssen wir hier einiges nochmal für machen. Das werden wir jetzt peu à peu abarbeiten. Dafür bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Ja, und zwar eine Siedlung. Wir brauchen 4 Tage dafür und Belohnungen sind Vorräte. Also Vorräte, in dem Fall, in dem Spiel sind das halt Credits oder Währung. Avenger berechnet neuen Kurs. Und deshalb fliegen wir mal dahin und werden das dann machen. Ansonsten ist das unser Kartenmenü. Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Okay, mein Befehl muss dann kommen. Hier sind die aktuellen Ziele, also die Hauptziele, die wir haben. Hier oben links haben wir Tech, haben wir irgendwie einen. Wissenschaftler haben wir noch gar keine, Legierung und so weiter. Einnahmen, das sind, die kriegen wir dann monatlich. Oder halb, alle 15 Tage, ich habe keine Ahnung. Die Vorratslieferung dauert noch 15 Tage, dann kriegen wir immer so viele Credits oder Dollar, was das sein soll. Ansonsten Alien-Trümmer wegräumen, das haben wir ja gerade die nette Frau Garcia, die ich so ein bisschen abgewertet habe, haben wir darum gebeten, mal hier sauber zu machen. 5 Tage dauert das noch und Technologie 3 Tage.
Und wie er gerade sagte, um uns die Zeit zu verkürzen, können wir zum Beispiel so Siedlungen scannen. Und hier unten haben wir dann einen Einsatz. Hier ist noch ein Schloss dran, den können wir gar nicht machen. Ja, und wir scannen einfach mal. Ich glaube, die Forschung ist dann gleich auch fertig. Ja, müsste fertig sein dann. Ich schätze, das war einfacher als Ihre letzte OP, Doktor. Central? Commander? Ja, ich finde das Operieren weitaus weniger beunruhigend, wenn der Patient nicht mehr lebt. Aber die Ergebnisse sehen Sie sich am besten selbst an. Die Autopsie des Advent-Captains hat die Existenz eines Implantats ähnlich der Einheit, die ich dem Commander entnommen habe, bestätigt. Aber es gibt Unterschiede. Was für Unterschiede? Diese Daten hier stammen direkt aus dem Implantat des Advent-Captains. Die Sequenz hier entspricht im Prinzip Ihnen, Commander. Oder zumindest den taktischen Informationen, die Sie in Ihrem Geist verarbeitet haben. Die Daten sind fast identisch. Die haben Sie gegen uns eingesetzt. Ja, aber die Advent-Daten zeigen Anzeichen von Verfall. Das Entfernen des Commanders aus dem Netzwerk hat erheblichen Schaden verursacht. Netzwerk? Ja, wir sehen hier ein psionisches Netzwerk. Diese Implantate sind in der Lage, Informationen zu empfangen und zu übertragen. Sehr viele Informationen. In Form von gerichteter psionischer Energie. Meiner Theorie nach benutzt Advent dieses Netzwerk, um die taktische Bereitschaft ihrer Truppen zu erhöhen und Anweisungen aus ihrer Befehlszentrale zu verteilen. Schauen Sie. Selbst in der schlechten Verfassung des Subjekts zeigt das Implantat noch immer Wirkung. Ein erstaunlicher Erfolg. Oder eine Schwäche. Möglich. Aber ich brauche direkten Zugriff auf Ihr Netzwerk, um sicher zu gehen. Ich schätze, das wird nicht einfach. Wir brauchen einen aktiven Link. Wir müssen einen lebenden Advent-Offizier hacken. Wie ich sagte, nicht einfach. Aber es ist die beste Spur, die wir haben. Ihre Entscheidung, Commander. Okay. Neues Ziel hinzugefügt. So, greife auf das Alien-Netzwerk zu, baue den Testbereich, die Sachen müssen wir dann, Entschuldigung, abschließen. Schädelstecker-Projekt, ist ja auch eine schöne Übersetzung. Okay, dann mehr Infos könnte man auch jetzt nehmen. Wir haben hier, das sind unsere Ziele, die wir haben. Und genau, hier unten wird uns dann angezeigt, was wir dafür machen müssen. Das haben wir ja schon gemacht. Hier ist abgeschlossen und die sind noch offen. Hier müssen wir den Widerstand kontaktieren. Das machen wir. Aber erstmal. Ich habe ein Auge auf alle unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. Der Advent-Captain scheint die Verbindung zwischen den lokalen Untergebenen und dem Advent-Netzwerkturm zu stabilisieren. Gut, alles klar. Wissen wir Bescheid. Commander, wenn wir diesen Schädelstecker von Tigen wirklich bauen wollen, brauchen wir einen speziellen Bereich, um ihn zu testen. Klar. So, das könnten hier die Widerstandskommunikation. 7 Tage dauert das. Ist ein bisschen lang. Wir haben ja noch andere Hybridmaterialien. Dann noch andere erforschen. Das dauert. Ich bin. Ich liebe Modularwaffen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Dann machen Sie wir hören jetzt von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Fantastisch. Dann ich machen. Ich muss zugeben, es ist spannend, unter den schwierigen Bedingungen auf der Avenger zu arbeiten. Jede Entscheidung, jede Entwicklung ist von größter Wichtigkeit. Es gibt keinen Raum für Fehler. Was kann ich für Sie tun, Commander? Alles klar. Hier Waffenkammer haben wir. Vermissen Sie das Leben in der Stadt nicht manchmal? Nein. Das Essen? Nein. Die warmen Betten? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich vermisse nur meine ganze Ausrüstung. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Advent muss Ihnen ein tolles Labor eingerichtet haben. Bei Ihnen gab es jedenfalls keine Ressourcenknappheit. Keine Sorge. Der Commander wird sicher etwas für Sie finden. Genau, das werde ich auch machen. Und hier sehen wir schon die Trophäenwand. Da haben wir, glaube ich, bedeutet, da haben wir 3 von gemacht. Hier 7 und hier 3.
Also finde ich eine nette Idee. Ansonsten Fotos ansehen, Ehrenwand brauchen wir jetzt nicht. Rekrutieren könnten wir später machen. Wir haben aber noch genug. Deshalb gucken. Wir haben seltsame Übertragungen empfangen. Es klingt wie Deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Okay. Die Maria. Die Maria und die Molly. Die Molly ist Grenadier. Wir machen ja Ranger. Wir machen jetzt erstmal hier. Die ist ja auch verletzt. Deshalb guckt die so ein bisschen nach unten. Der geht's nicht ganz so gut. Aber trotzdem wollen wir sie mal eben befördern. Und hier können wir zwischen zwei Sachen immer auswählen. Ich kann aber nur eins nehmen. Phantom. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Finde ich schon mal sehr geil. Klingenmeister. Alle Angriffe mit Waffe, Schwert richten 2 zusätzlichen Schaden an und erhalten 10 auf ihr plus 10 auf Zielsicherheit. Ich bin doch eher fürs Phantom. Ich mache sie. Wir merken uns den Namen Jane. Mache ich mal zum Ninja hier. Und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Ja, okay. Dann gucken wir uns mal die nächste an, den Spezialist, die Simone. Simone will ich auch befördern und kriege hier dann auch Punkte. Medi-Protokoll, dann kann sie mit dem Gremlin da hinten heilen. Oder Gefechtsprotokoll, dann kann er angreifen, aber der ist jetzt auch nicht so wirklich toll, glaube ich. Dann machen wir sie mal zum Medi, die Simone. Hier unser Grenadier. Ja, knallharte Frau. Sprengschutz. Blablabla. Bla, bla. Deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung. Deinen zusätzlichen Rüstungspunkt. Ja, hier könnten wir sie zum Tank machen. Durch was? Habe ich jetzt nicht gelesen. Oder zerfetzen. Die Kanone zerfetzt Rüstung. Finde ich auch geil. 66 gegen Explosionsangriffe. Ach, gehen wir auf zerfetzen. Komm, wir machen hier vollen Sturm. Wissen wir schon mal Bescheid. Molly zerfetzt alles. So, wir haben alles. Die Maria müssen wir jetzt nochmal befördern. Yeah! Wie der schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. So, endlich. Meinen ersten Scharfschützen. Ich mag sie. Neue Fähigkeit, Truppensicht. Du kannst Feinde in Sichtweite eines Truppenmitglieds anvisieren, solange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Das ist sehr gut. Weitermachen. Sie werde ich jetzt mal individualisieren und das will ich jedes Mal machen in einer Folge. Einen Charakter individualisieren. Nationalität. Ach, kommen die Deutschen jetzt mal ein. Hier, ja. Geschlecht weiblich, Stimme, Einstellung Pechvogel kann überhaupt nicht sein. Was haben wir denn noch? Fokussiert, sehr gut. Hier, unbekümmert. Nee, das ist zu lieb für einen Schatten. Nervös, auch ein bisschen komisch. Normal, entspannt. Nach den Regeln. Ach komm, fokussiert für einen Sniper ist super. Vorname. Nennen wir sie mal Maria. Wie hieß nochmal? Charlie's Angels. Die baue ich mir hier immer so gerne nach. Habe ich vergessen. Nennen wir sie mal einfach Sarah. Sarah Adlerauge. Ja, das ist doch ein fantastischer Name. Überhaupt nicht kitschig. Biografie. So, faken wir mal alles hier. Sie musste ihren Weg durch Sachsen kämpfen. weiblich ist hier auf jeden Fall Einstellung. Hier kann ich ja alles ändern. Die Stimme sogar auch. Was haben wir hier denn noch so? Stimmenmäßig? Position bestätigt. Oh. Bestätigt. In Ordnung. Und ab geht's. Wird erledigt. Bin schon dabei. Verstanden. Dann machen wir hier Stimme 8. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Jetzt gucken wir uns nochmal den Kopf an. Da machen wir Gesicht. Och, ist ja ganz nett, oder? Was können wir hier noch machen? Oh. 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 Was ist hier denn? Ein Bienenstich oder was? Ja. Ja, allergische Reaktionsgesicht. Der ist ganz nett, glaube ich. B ist auch. Ach, nehmen wir B. Haarfarbe. Ja, nehmen wir mal ein
Gelb oder ein Grün? Nein, komm, machen wir mal. Klassiko machen wir hier. Dann, ja. Was können wir denn noch machen? Haare? Nee, das sieht ja aus wie Schulmädchen hier. Nee, nee. Ja, schon. Ach du Schande. Das ist ganz cool, finde ich. Und wir gehen mal weiter runter, wie wir sie noch ausstatten können. Dann, ach guck mal hier mit Blümchen im Haar. Fantastisch. Ist das hier ein Halbra... Ja, komm, der passt doch. Undercut, ich finde, das sieht gut aus. Dann, was könnten wir noch für Kopfbedeckung machen? Ach du Schande. Ja. Okay. Was haben wir denn? Ach, das sind die Sachen von dem, oh Mann, ey. Jetzt wird's echt los. Alter Socken. Jetzt wird's echt hart hier. Das ist ja wirklich, kompletter Trash teilweise. Ne, die hat ein nettes Gesicht. Da sollten wir jetzt auch, ohne bleiben. Accessoires, was haben wir hier noch? Ohrringe und sowas. Ja. Kann man eigentlich mehrere nehmen? Sehr cool, so will ich dich haben. Untere Gesichtsaccessoires geht auch. Ja, ne? Da kann ich auch drauf verzichten. Ne, machen wir nicht. Gesichtsbemalung. Ja, Freiheit, keltischer Krieger, ne? Ach du Schande. Das kenne ich auch noch nicht. Das sind alles Sachen vom Update hier. Aber das würde noch gehen, oder? Das ist viel zu hart. Das wäre doch cool irgendwie. Das ist mir auch zu hart. Narben bin ich auch kein Fan von. Warum sollte man auch, ernstes Lächeln. Ach du Schande. Warum sollte man auch so eine nette Frau verunstalten? Das gefällt mir schon. Augenfarbe. Machen wir mal blau. Ja, eine Innenbrille auf. So viel zum Kopf. Können wir noch was an der Rüstung ändern? Dann gucken wir mal. Körper. Die Rüste. Yes, baby. Und Hotpants hat sie an. Now we are talking. Das sieht sehr gut aus. Warte mal, hier ist, ist auch ganz cool eigentlich, oder? Nieten, ja. Ja. Komm, du machst jetzt hier. Die wäre eigentlich besser. Ja, der Hotpants finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Hier, Australien-Look. Die sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, oder? Beine, machen wir auch so. Körper. Brauchst du die Tattoos? Weiß ich nicht. Aber hier geben wir ja noch ein anderes Muster. Ja, weiß ich nicht. Machen wir mal so. Und Sekundärfarbe dürfte dann schwarz sein, oder? Also ein Grau vielleicht. Gefällt uns das? Also mir gefällt das. Tattoos, weiß ich jetzt nicht. Brauchst du ein Tattoo? Ja. Sieht alles so aus wie gewollt und nicht gekonnt. Nee, komm. Kein Tattoo. Gefällt mir. So, die ist jetzt mal knaller drauf. Dann haben wir Kopf, Körper, Waffe nehmen wir noch. Hier können wir noch ein Muster drauf machen. Yes, und Waffenfarbe. Achso, Giftgrün. Nee. Rosa auch nicht. Sie nicht. Das könnte eine andere kriegen. Das sieht doch ganz cool aus eigentlich. Ja. Einmal noch das letzte Rüstungsmuster. Ja. Bin jetzt ein bisschen zu hart. Ach, guck mal. Wüste. Das passt eigentlich ganz gut, oder? Guck mal, Tundra fand ich jetzt für das Outfit, fand ich das jetzt eigentlich in Ordnung. Ich guck's mir nochmal ganz an. Ja, die gefällt mir. Die finde ich super. Und so nehme ich sie.
Ja, das wird jetzt die Sarah, hier Adler, unser Adlerauge sein. Ja, perfekt. Sie ist noch verwundet. Schade. Und jetzt rüste ich jede Folge rüste ich eine Person auf, bis ich zwei, drei komplette Squads habe, die richtig cool aussehen. Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Perfekt. Was Sie aus diesem Schiff gemacht haben. Ich wünschte nur, er hätte noch erleben können, wie wir zurückschlagen. Dass es nicht umsonst war. Glauben Sie mir, er wusste es. Ihr Vater hatte unerschütterliches Vertrauen in die Menschheit. Er wusste, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Okay, wir haben Vorräte gekriegt, das ist gar nicht so schlecht, da können wir dann irgendwas von kaufen. Und, oh, hier kriegen wir einen Ingenieur. Das, will ich haben. Avenger berechnet neuen Kurs. Da hinten. Ist das Quebec? Ich habe keine Ahnung. Und hier tut sich auch dann einiges schon. Also, ja. Wir warten aber mal. So, ein Tag und dann sind gleich die Alien-Trümmer weggeräumt. Das hat die Diane dann gemacht. Wir gucken uns mal den Raum an. Und den können wir jetzt, da können wir jetzt was reinbauen. Trainingszentrum zum Beispiel, das kostet 3 Energie. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch ein bisschen Platz frei. Eine Werkstatt könnten wir reinbauen, aber bauen wahrscheinlich erstmal den Testbereich rein. Energierelais. Kostet auch Betriebskosten monatlich. Machen wir mal einen Testbereich. Bauer, wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Nee, den will ich nicht da einsetzen. Die Frau soll nämlich hier weiter, der hat das so gut gemacht. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Alles klar. Die Frau Garcia macht das schon. So. Dann bauen wir den auch mal aus. Der braucht hier 14 Tage. Und dann geht's weiter auf der Karte, bis wir gleich die nächste Mission auch kriegen. Sie sind zu naiv, John. Die Scharmützler sind von Advent. Advent ist der Feind. Der Feind ist Nahrung. Erwähnen Sie das nicht bei unserem Treffen, Volk. Sie sind auf deren Seite? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Hören Sie, ich ziehe nicht mit Ihnen um die Häuser, aber Sie haben Ihren Teil der Abmachung gehalten. Was ist mit Ihnen? Das sehen Sie noch. Volk, Ende. Wahrscheinlich tauchen Sie auf. Commander, das war Konstantin Folikov. Volk für seine Freunde. Er und seine Schnitter hatten großen Anteil daran, dass Sie heute hier stehen. Er wirkt vielleicht etwas schroff, aber man kann ihm vertrauen. Er führt eine der drei unabhängigen Widerstandsgruppen an, die eine echte Gefahr für Advent darstellen. Zusammen wären sie verdammt schlagkräftig. Ein Jammer, dass sie sich hassen. Trotzdem hatten wir unerwarteten Erfolg. Volks Schnitte haben sie zwar gefunden, aber sie hatten Hilfe. Sie haben Hinweise von einer Gruppe von Advent-Abtrünnigen bekommen, den Scharmützler. Aufgrund ihrer Vergangenheit ist niemand scharf darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber ohne sie wären sie jetzt nicht hier. Die Schnitter und die Scharmützler wollen die Feindseligkeiten einstellen, wenn sie als Vermittler agieren. Die beiden werden sich nicht so schnell vertrauen. Suchen wir uns einen ruhigen Ort auf neutralem Boden. Trotzdem sollten wir kein Risiko eingehen. Wir wissen nicht viel über dieses Gebiet und empfangen seltsame Funksprüche. Und wir beenden heute eine jahrzehntelange Blutfehde. Ich würde unsere Soldaten anweisen, auf alles vorbereitet zu sein, Commander. Viel Glück! Ich hasse es, danach zu fragen, aber ich habe keine große Wahl. Können Sie uns unterstützen? Okay. Ich bin nicht sicher, wie lange unsere Kontakte auf uns warten werden, Commander. Ich schlage vor, so schnell wie möglich zu handeln. Alle verfügbaren Soldaten stehen bereit. Perfekt. Den wollen wir jetzt auch machen, den Einsatz. Und zwar sollen wir hier irgendwie vermitteln mit den Schnittern treffen. Und wir kriegen sogar einen Wissenschaftler und Informationen dafür. Und dann machen wir das mal. Auf Sektor 8. Ja, Mexiko. Mach das mal. Mexiko. Jede Fraktion hat zugestimmt, sich von einem Zwei-Mann-Trupp zum Treffpunkt eskortieren zu lassen. Hoffentlich können wir so verhindern, dass sie sich gegenseitig umbringen.
Für die Dauer des Treffens haben wir zwar eine vorübergehende Waffenruhe vereinbart, aber wir sollten dennoch auf alles gefasst sein. Ich nehme mal immer einen Guten mit und einen hier einen Rekrut, damit der zur Spezial Dingens ausgearbeitet wird. Nächster Trupp, so wie ich das verstanden habe, haben wir jetzt 2-2. Yeah! Oho. Sieht die nicht gut aus? Hammer, oder? Und hier bauen wir auch nochmal wieder einen neuen rein. Die Adriana. Ja, sehr gut. Das machen wir auch. Genau. Dann werden die abgegradet und dann gucken wir mal. Und starten wir nochmal den Einsatz. Dann wollen wir starten. Direkt sogar. Die Schnitter und Scharmützler gehen einander seit Jahren an die Kehle. Deshalb halten wir den genauen Treffpunkt geheim. Teilen Sie sich in 2 Trupps auf. Treffen Sie sich mit jeder der Parteien und bringen Sie die Vertreter direkt zum Ort des Treffens. Offiziell existiert diese Stadt nicht mehr. Daher rechnen wir mit keinem großen Widerstand von Advent. Halten Sie aber dennoch die Augen offen. Wir sind seit 20 Jahren nicht mehr dort gewesen. Na, sieht sie nicht gut aus? Börder. Guck mal, im Vergleich zu ihr hier hat sie doch wohl Profil. Sehr gut. Sowas brauche ich gleich. Jede Folge eine neue Anpassung. Dann bin ich gespannt, was jetzt kommen und folgen wird. Zu den ersten Koordinaten vorrücken. Firebrand und das zweite Team begeben sich zur nächsten Absprungzone. Orte zunehmende biologische Signaturen im Gebiet voraus. Dann sind wir hier wohl richtig. Wachsam bleiben da draußen. Nur weil die Stadt verlassen ist, heißt das nicht, dass hier nichts mehr lebt. Lecker. Falls Sie Hunger haben, gibt es noch mehr, wenn Sie wollen. Beeindruckende Reflexe, aber unnötig. Ganz ruhig. Wir sind hier alle Freunde. Sie sind hier sicher. Mehr als Sie vielleicht glauben. Wir werden sehen, ob das auch für Ihre Scharmützler gilt. Ihre Präsenz stört Sie bereits. Wir müssen uns beeilen. Meine Leute kümmern sich um dieses Lager. Na los! Übertrage jetzt die Treffpunktkoordinaten. Wir haben den direktesten Weg geplant. Über den Scharmützler-Kontakt, mit dem Sie sich treffen werden, wissen wir nicht viel. Außer seinen Namen. Mox. Mox. Pratal Mox. Seine Todestrupps löschten im ersten Jahr des Krieges ganze Lager meiner Leute aus. Und Sie waren es? Ich bin sicher, dass auf beiden Seiten Blut geflossen ist. Darum findet diese Vermittlung ja statt. Schnitter werden in den Schatten geboren. In der kalten, harschen Welt dort draußen. Wir setzen auf Tarnung und Langstreckenangriffe. Und unseren Scharfschützen können selbst die besten XCOM-Soldaten nicht das Wasser reichen. Okay. Also, sie ist hier, Diese beschädigten und jahrelang unbenutzten Geräte weisen immer noch Spuren instabiler Strahlung auf. Ich mag mir ihre ursprüngliche Funktion gar nicht ausmalen. Wir haben sie gesehen, Doktor. Seien Sie froh, es verpasst zu haben. Sie ist hier im Schatten und das ist auch ihre Fähigkeit. Weil ich das verstanden... Oh, Claymores hat die. Geil, sehr geil. Sie kann auch in den Schatten nochmal zurückgehen. Volk sagt, ich soll gehorchen. Und dann können wir ja eigentlich mal ganz entspannt nach vorne stürmen. Weil sie hat ja schon alles geklärt. Alles klar. Und mit ihr, ja komm. Alles klar. Ah.
Aha. Keine Zeit zum Trauern. Wir sind nicht allein. Diese Dinger, sie sehen immer noch aus wie Menschen. Was einst menschlich war, ist seit Jahren tot. Es bleibt nur noch die Alien-Seuche. Nur einer ist, werden weitere folgen. Zögern Sie nicht, sie zu vernichten. Ja, geil. Ordentlich kämpfen. Die DNA dieser Kreaturen ist in ihrer Mutation weit davon entfernt, menschlich zu sein. Vielleicht, weil sie so lange der Alienstrahlung dieser Kapseln ausgesetzt waren. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, warum sich jemand dem aussetzen sollte. Nach dem Sturz der Regierungen mussten Millionen hungern. Viele flüchteten in Städte wie diese, auf der Suche nach Nahrung. Sie missachteten die Warnungen. Feind vernichtet! Die wahre Stärke dieser Kreaturen liegt in ihrer Zahl. Wie Sie sehen, fallen sie schnell. Wenn wir unsere Schüsse gut platzieren, werden wir sie besiegen. Alles klar, wenn man mit einem Standardangriff kriegt man eine neue Aktion hier. Und dann kann ich im besten Fall mit einem Typen. Sie ist gut hier. Ja, ja, Beförderung verdient. Macht's den auch noch platt? Yeah, Baby! Feind erledigt! Munition ist gleich alle! Ja, dann lad doch mal nach. Dann mal los! Sie hier, drei Zombies gekickt und sie ist im Schatten gerade. Ich gehe mal hier hin. Mein Leben liegt in ihren Händen. Die ist auch nicht so einfach aufzudecken. Ja. Wohin gehen wir denn mal? Wohin müssen wir denn überhaupt? Oh, egal. Ich gehe jetzt mal relativ weit hier nach vorne. Mal gucken, was hier passiert. Ich mache mich auf den Weg. Ah ja, okay. Da sind auch noch mal ein paar. Und mit ihr kann ich dann grundsätzlich auch mal knallhart nachziehen. Bin schon dabei. Ja. Zombie-Alarm. Boah, geil gemacht. Das sieht echt gut aus. Da kommt auch wieder was. Meine Leute sind diesen Wesen schon mal begegnet. Sie scheinen zunächst geistlos, aber ihr Gehör ist gut. In großer Zahl können sie tödlich sein. Steht da einer? Steht da einer, oder? So, jetzt machst du erstmal ihn hier weg. Ja, das wird's ja wohl können, oder? Guck mal, das wird echt eine. Wird echt eine gute Schützin werden. Nein, man sollte die Leute auch einfach nicht so viel loben, finde ich. So, jetzt machen wir mal mit ihr eins. Gehen wir hier hin. Unterwegs. Und dann werde ich auf ihn hier gehen. Bam. Drei Schaden hat er nur gemacht. Jetzt. Oh. Sie haben uns entdeckt. Alles klar. Ich will mal ganz kurz mit ihr hier gucken, mit der Rücke zu Zielkoordinaten vor. Da habe ich nämlich jetzt einen ganz genialen Plan. Hoffe ich. Ja. Und es klappt. Granate! Zack! Lad das Ding durch. Na, was sagt er jetzt? Verlorener wurde ausgeschaltet. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen hier durch. Sie ist nicht mehr in den Schatten. Ich hoffe, das ist aber kein Problem. Prinzipiell. Ja. Ich mache mich auf den Weg. Boah, habe ich mich erschrocken gerade. Eine ganze Stadt voller Menschen, zurückgelassen, um zu diesen Dingern zu werden. Ja, jetzt können wir ihnen nur noch die Erlösung durch den Tod geben. Okay. Dann bist du... Ach, schade. Du bist nicht mehr in den Schatten, ne?
bist du nicht mehr. Dann geh doch mal zurück in die Schatten. Ich schlage auf der Dunkelheit zu. Alles klar. Oh, guck mal. Habt ihr das gesehen? Hier ist die Gefahr hoch, dass ich erkannt werde. Was ist hier denn nochmal? Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Dann gehe ich einfach mal hier hin. Bewege mich wie befohlen. Sieht er irgendwelche Feinde? Ja, oh ja. Der Evakuierungspunkt ist in der Nähe, aber diese Dinger wollen es Ihnen wohl nicht leicht machen. Wir erreichen Ihr Advent-Haustier schon noch rechtzeitig. Dann gehen wir mal mit ihr. Jetzt müssen wir aber ein bisschen zusehen, dass wir hier auch Alarm hinkriegen. Bin dabei. Habe ich die andere schon gesetzt? Ja, dann kann sie mal in Deckung gehen. Ich warte in Deckung. Problem ist jetzt, ich habe die eine aufgedeckt. Diese Kreaturen sind noch schlimmer als Advent. Sie haben keinen Zweck und keine Angst. Sie existieren nur. Wenn wir die Aliens nicht bald besiegen, werden wir auch nicht mehr sein als sie. Aha. Ja, ja, komm, bleibt alle schön zusammen, bleibt alle schön zusammen. Ich habe nämlich wieder eine wunderbare Idee, eine wunderbare Idee. Bin auf dem Weg. So. Und zwar hier noch eine schöne Splittergranate für euch. Ja. Vom Feinsten. Köpfe runter. Komm, zieh durch, Baby. Mehrere Feinde eliminiert. Ja, sehr schön. So, dann kann sie nämlich schon hier mal ganz flugs in den Bereich rein springen. Ein Präzisionsgewehr. Ah, okay. Alles klar. Ja, wir müssen jetzt aber... Wir müssen in den Bereich rein. Wir riskieren alles für diesen Pratal Mox. Wenn er nicht das ist, was Sie sagen, werde ich ihn eigenhändig umbringen. Ich freue mich jetzt schon auf das Treffen. Ja, du musst da rein. Wir müssen erst da rein. Lauf mal an denen erstmal vorbei. Du kannst leider keinen Feuerschutz mehr geben. Du musst auch hier bleiben. Und du schmiss, das reicht nicht mehr. Dann gehst du mal... Wo gehst du denn mal hin? Gehst du mal da hinten hin? Ja, da hinten wollte ich eigentlich. In Ordnung! Geh halt da hin. Gut, der Weg sollte jetzt frei sein. Der zweite Trupp ist schon auf dem Weg zum Mox. Aha. Rücken Sie zum Treffpunkt vor und warten Sie dort. Oh, wir werden dort sein. Okay. Wollte ich eigentlich die da hinten noch alle wegmachen. Die Mox. Aha, guck mal. Sieht nach Ärger aus. Der Treffpunkt könnte kompromittiert sein. Wachsam bleiben. Kontakt! Runter! Wir haben hier wohl ein größeres Problem. Das sollte unser Mann sein. Auf jeden Fall unser Kontakt. Kraxat. Advent. Lakai. Voxtala. Forte. Sie waren auf der Jagd nach dem Drachen. Den Verlorenen. Unser Treffpunkt ist immer noch sicher. Sie ist frei von den falschen Göttern. Ich würde alles tun, um das von meinem Volk sagen zu können. Selbst mit Schnittern verhandeln. Wir müssen jetzt gehen. Ja, also...
Der Treffpunkt mit Outrider liegt weiter vorn. Durchqueren Sie dieses Viertel so schnell wie möglich, aber Vorsicht. Ich habe so eine Ahnung, dass die Stadt noch ein paar Überraschungen für uns bereithält. Überraschungen sind heute unsere geringste Sorge. Ihre Schnitter geben mir viel mehr zu denken. Wir, die Scharmützler, wurden von den falschen Göttern dieser Welt erschaffen, um als ihre Marionetten zu dienen und zu sterben. Wir tragen all das in uns, was wir waren und noch mehr. Und unsere Kampfkraft lässt uns nie im Stich. Im Nahkampf ist uns keiner gewachsen. Ja, also die können jetzt hier, die machen wohl irgendwie überhaupt keine Gefangenen, die Typen. Und können dafür dann aber auch erst zum Beispiel schießen und sich dann noch bewegen. So, Feinde haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Dann gehst du mal einfach, Los! Mit dem grünen Schlamm, da habe ich also meine Probleme. Normal ist das immer so, gehe nie in den grünen Schlamm. Aber hier ist das anscheinend kein Problem. Ach, weißt du was? Wir gehen mal ganz hier vor. Warum nicht? Okay, ich würde auch vorschlagen, kann man hier hoch? Hier könnte man auch noch gegebenenfalls hoch. Ich würde mal vorschlagen, ich lasse ihn einfach mal vorlaufen. Ich glaube, er kennt sich hier auch viel besser aus. Das kann ja jeder. Ach, die, da kann man auch noch rein. Ist ja witzig, okay? Und mit dem Kletterhaken könnte er was erreichen? Diese. Hier könnte er sogar auch hin, hier oben. Oh, das ist ja nett. Dann machen wir das doch mal. Oder? Mach doch. Warte. Oder will er das jetzt nicht? Nutze den Kletterhaken. Ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben. Können Sie auch nicht. Purifikatoren wurden zu einem einzigen Zweck erschaffen, um die Black Ten, die Verlorenen, zu kontrollieren. Wir müssen diese Patrouille schnell eliminieren, bevor noch mehr kommen. Von mir aus schalten wir sie aus. Okay, 80% ist schon mal gut. 68%, der holt gleich meinen Sniper. 80%, dann nehmen wir ihn nochmal. Bam. Oh, der hat noch. Er kriegt dann noch einen. Wow. Sie hatten recht damit, dass die Tanks explodieren könnten. Vorsicht damit. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Mist, ich hätte mal besser auf die andere Seite gezogen. Müssen wir mal gucken, wo ist er denn? Da ist er, ne? Ziel. Ah, guck mal, hier kann ich sehen, ob ich ihn treffen kann oder nicht. Seht ihr das? Wo kann ich ihn denn überall treffen? Hier könnte ich ihn auch noch treffen. Und hier? Hier kann ich ihn auch noch treffen. Hier? Na, hier kommst du aber nicht hin. Dann, Ach, warum nicht? Bestätigt. Dann triff ihn mal mit 47%, ist natürlich. Na, bewerte ich mal. Ja, warum nicht? So. Hier könnte ich ihn auch treffen, hier könnte ich ihn treffen, sogar hier könnte ich ihn treffen, aber ich glaube, die Chance ist gering, oder? Trotzdem, wir setzen uns mal hier. Begebe mich zum Ziel. Oh, 67%. Ah, nur mit der Pistole. Wie viel hat er denn noch? Weißt du was? Oder? Was sagt ihr? Ja, komm. Keine. Die Patrouille wurde befreit. Mögen sie ihr Leben nicht umsonst gelassen haben. Wir müssen vorrücken und diesen Einsatz beenden. Einverstanden. Bewegung. Okay, mit ihr kann ich hierhin gehen. Da habe ich auch noch Deckung. Was brennt denn hier? Da kriegt ihr aber keinen Schaden, wenn hier was brennt, oder?
fuck! Das ist keine Patrouille. Das ist eine Armee. Ja, und wir haben keine Zeit für einen Kampf. Alle Mann zurück! Okay. Die Purifikatoren wurden ausgeschaltet, aber leider auch unser Evakuierungspunkt. Ich fürchte, es kommt noch schlimmer. Mehrere biologische Signaturen nähern sich schnell ihrer Position. Die Verlorenen. Der Kampflärm reißt sie. Sie werden davon angezogen. Und Sie sprengen einfach einen Tanklaster? Es war die einzige Möglichkeit. Finden Sie einen anderen Ausweg. Wir kümmern uns um die Verlorenen. Alles klar. Draklar. Läufer. Vorsicht. Sie sind nicht so schwach wie die anderen ihrer Art. Die Beschreibung ist zutreffend. Die Mutation scheint den Metabolismus der Läufer irgendwie beschleunigt zu haben. Sie sind schneller und agiler und zeigen zugleich erhöhte Aggression. Rücke zur Zielposition vor. Mach mal den Läufer hier weg. Nicht kaputt gekriegt? Schwach. So, du solltest auch auf eine erhöhte Position kommen. Bin ich ganz schwer dafür. Welche nehmen wir denn? Hier, die nehmen wir. Alles klar. Der Mox steht auf einmal da. Ja, Moxi, wie machen wir es denn jetzt mit dir? Von welcher Richtung kommen die denn? Kann man das hier irgendwie... Weiß ja jetzt auch nicht. Ja gut, hast eh keine Chance, dann geh doch mal einfach. Ich habe eine bessere Idee, um sie hier zu schützen. Dann geh dahin und geh auf Feuerschutz. Oh, wow. Da kommen aber auf einmal viele jetzt. Haha, Idiot. Stehe hier unter Beschuss! Die Schockwelle der Explosion war in der ganzen Stadt zu vernehmen. Ich rechne mit einer deutlichen Reaktion der Verlorenen. Die einzige Reaktion, die ich akzeptiere, ist ihr Tod. Finden Sie diesen Ausweg für uns. Das war's für dich. So. Sehr gut. Und jetzt hau ihn noch weg. Ja, komm, ey. Abschuss! Perfekt. Den auch noch weghauen. Oder warte mal. Haben ihr doch garantiert Granaten auch mit auf den Weg gegeben. Ja, ne? Was sagen wir dazu? Diese Verlorenen scheinen sehr geräuschempfindlich zu sein. Kampfgeräusche werden noch mehr von ihnen anlocken. Ja, das kriegen wir mal hin. Wer ist denn das? Ist das jetzt der Mock? Ne, sie oben nochmal. Dann hau ihn ja auch weg, komm. Bam! Fantastisch. Ziel neutralisiert. Ja, dann lad mal durch, da kommen bestimmt gleich noch neue. Und weiter geht's. So, gibt's gleich nochmal Pistolenfeuerschutz. Ja, was ist mit ihm hier? Eigentlich? Du lädst jetzt einfach mal durch hier. Lade Munition nach. Was ist mit ihm? Gibt's da auch mal Feuerschutz? Die Verlorenen scheinen unserer Position bedeutend näher zu kommen, Commander. Bereit machen für den Angriff. Die Reise ist beendet.
Ja, deiner auf jeden Fall. Das Gebiet ist heißer, als wir dachten. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Verstanden. Halten die Position. Das weiß ich nicht, was das hier soll. Die können ja eigentlich nur... Ach, von da können sie auch kommen. Ich muss mal gucken. Dann geh du mal hier Position hoch. Position bestätigt. Warum leuchtet der rot? Ich, keine Ahnung. Gib du mal Feuerschutz. Feuerschutz. Hast du einen im Blick, im Visier? Nee, ne? Du gehst trotzdem mal an die Position. Bestätigt. Jetzt siehst du einen, ne? Oh, guck mal. Ah, hört, hört. Mist. Der Moxie. Der Moxie könnte sich eigentlich mal mit dem Haken hier so dran klemmen. Ein nützliches Werkzeug. Dann, das wollte ich doch machen. Bam. Ich bleibe siegreich. Oh, und geht die Munition aus. Ja gut, trotzdem muss man Feuerschutz geben hier. Ich glaube, wir haben hier etwas. Nur noch eine Minute. Sie sei Ihnen gewährt. Ja, apropos gewährt sein. Das sieht also jetzt ja auch alles nicht ganz so rund aus. So. Habe ich zum Glück 3 Schuss, dann müsste ich aber eigentlich mal jetzt die Ziele durchswitchen. Prozent nur. Ja gut, wenn ich mit so einer Mega-Wumme da... Jetzt machen wir es anders. Dann wirst du erstmal auf ihn ballern. Ja, komm. Die zieht jetzt durch. Viel erledigt. Das nenne ich Action. Der ist erledigt. Ja, vom Container gehauen, würde ich sagen. Und den auch vom Container gehauen. Feind am Boden. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt nehmen wir den noch mit. Nein, nein. Mit der Pistole sollst du machen. Ja. Zack. Ziel neutralisiert. Und den natürlich auch mit der... Den auch mit der Pistole. Ist die gut, ist die gut. Alles klar, und sie kann sogar noch nachladen. Holen wir sie uns. Und kann sogar noch auf Pistolenfeuerschutz gehen. Scanne Gebiet.
So, jetzt bist du dran. Du hast ja, du kannst ja... Ach Mist, ey. Der muss auch erstmal nachladen. Reinitialisiere Waffe. Ja, dann fangen wir an. Ja, sauber zu machen. Das Ziel lebt nicht mehr. Da gehen die Lichter aus. Brauche Munition. Schon wieder. Wir triumphieren. Ich habe keine Munition mehr. Ja, muss er halt noch... Was ist das denn hier eigentlich? Gerechtigkeit? Benutze den Kletterhaken, um ein humanoides Ziel für einen Clown-Angriff heranzuziehen. Kann er das machen? Probier hier einfach mal. Die Gerechtigkeit wird alles wieder bauen. Ah, ich will das sehen. Nu? Yes. Baby. Und 94% das... Geschaltet. Ja. Das war's. Keine Munition mehr. Los geht's. Ah, super gemacht, oder? Na gut. Zweimal haben sie auf uns drauf gekloppt. Aber immerhin. Gebe Feuerschutz. Ah, wir haben neues Ziel gekriegt. Wir haben eine neue Strecke gefunden, auf der sie den Treffpunkt sicher erreichen sollten. Die Verlorenen nähern sich immer noch. Also beeilen sie sich. Das wird kein Problem sein. Sehr gut. Du kannst auch schon mal voranstürmen. Jawohl. Dann werde ich werde ich hier irgendwo landen, hier oben. Los, los, los! Und mit dir werde ich auch schon weitestgehend hier vorgehen. Aber erstmal nachladen. Ich muss nachladen. Ein bisschen ohne Wumms ist ein bisschen doof. Setze mich in Bewegung. Ach guck mal, die kann schon fast bis da vorne hingehen. Schon unterwegs. Und sie kann sogar schon hier rein. Ja, perfekt, Baby. Perfekt. Und der Mox kann nämlich auch schon hier reinspringen. Bewege mich vorwärts. Ja. Roger. Sollte es gewesen sein, oder? Das erste Team sollten weiter vorne auf sie warten. Ich weiß, dieser Einsatz war nicht leicht, aber ich muss daran glauben, dass er sich am Ende bezahlt macht. Das kommt ganz auf die Schnitte an. Direkt voraus. Versuchen wir heute mal nett zu sein, Leute. Sieh an. Edvens brutalster Captain will tatsächlich für seine Verbrechen büßen. Dieses Wesen ist fort. Jetzt bin ich frei. Einfach den Helm abzulegen, ändert nichts an der Person. Die Schnitter vergessen nicht, ältesten Kraxat. Komm schon. Ich sehe genau zwei Optionen. Wir verbünden uns und jagen die Ältesten von unserer Welt. Oder wir töten uns hier und jetzt. Die Wahl liegt bei Ihnen. Das hat zuvor noch keiner geschafft. Es wird auch nie wieder jemand schaffen. Was zum Teufel ist das? Vox Prima, Attentäterin. Unerbittlicher Tod, der meine Leute jagt. Schlechterin, befreiter Advent. Mein Volk kennt andere wie sie. Sie sind unsterblich. Advents Fluch für uns.
Wir müssen unsere Kräfte vereinen, wenn wir irgendeine Chance gegen sie haben wollen. Versuchen Sie es doch! Kennen Ihre Schnitter ein solches Wesen? Sie sind vor Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. Wenn sie nicht gewesen wären, hätten wir unsere Heimat längst zurück. Diese Arroganz, der Wille der Ältesten, erstreckt sich durch das ganze Universum. Ich bin nur eines ihrer Werkzeuge. Okay. Ja, sieht an das Spiel. Das finde ich schon sehr gut. Schon direkt am Anfang. Und ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut und in der nächsten Folge machen wir genau an der Stelle weiter. Freue mich, wenn ihr natürlich wieder dabei seid. Also bis dahin, bis bald.